Stuttgart in der Kritik. Die Reaktion der Fans nach dem schlechten Saisonstart des VfB lässt Sportvorstand Freddy Bobic nicht kalt. Diese Attacken seien nicht schön, sie würden belasten, sagte der 42-Jährige dem Kicker. Wenn man Tabellen-18. Sei, habe man keinen Frieden. Stuttgart brauche Punkte und Erfolgserlebnisse, so Bobic weiter. Einige Anhänger des VfB forderten beim 0:2 gegen Hoffenheim schon den Rücktritt von Bobic. Beiersdorfer bestätigt Kontakt mit Tuchel. Natürlich habe er Kontakt zum derzeit vereinslosen Tuchel gehabt, sagte der Vorstandschef des Hamburger SV bei Sky. Man müsse sich nicht schämen, mit so einem Trainer Kontakt aufzunehmen und abzufragen, ob eine Möglichkeit bestehe, den 41-Jährigen nach Hamburg zu holen, so Beiersdorfer weiter. Nach der Entlassung von Trainer Mirko Slomka hatte es Gerüchte bezüglich des Interesses seitens der Hamburger an Thomas Tuchel gegeben. Hecking spricht von Untergang des Fußballs. Der Wolfsburg-Trainer hat die jüngsten Regelauslegungen kritisiert. Er sei für ganz einfache Regeln, sagte der Coach nach dem 4:1 gegen Leverkusen bei Sky. Über die Handspielregel sei so viel diskutiert worden, aber man würde ja immer etwas verändern wollen. Irgendwann sei das der Untergang des Fußballs. Hecking bezog sich vor allem auf die veränderte Auslegung des Handspiels und die strittige Handelfmeterszene im Spiel zwischen Schalke und Frankfurt. 20er glaubt nicht an Katar-WM. Der ehemalige DFB-Präsident glaubt nicht an eine Austragung der WM 2022 in Katar. Der 69-Jährige sieht Gesundheitsrisiken wegen der Hitze für Spieler und Fans. Die Mediziner könnten nicht verantworten, dass im Sommer unter diesen Bedingungen eine WM stattfinde, so 20er weiter. Eine Verlegung in den Winter wird von den europäischen Ligen bisher jedoch abgelehnt.